Der VfB Stuttgart steht unmittelbar vor dem Abstieg. Doch sportlich gibt man die Hoffnung nicht auf, versucht mit den Vertragsverlängerungen von Christian Gentner und Daniel Ginczek eine positive Stimmung zu erzeugen. Auch Vereinslegende Karl Allgöwer hofft noch auf die Rettung. Die letzten Jahre waren zwar auch nicht gut, aber man ist immer irgendwie davon gekommen. Aber am Samstag war es so, da war eine gewisse Lethargie nach dem Spiel da, auch bei meiner Person. Also man kann das jetzt gar nicht richtig beschreiben. Man ist einfach niedergeschlagen, man will es nicht wahrhaben. Aber trotzdem, man muss sich nochmal zusammenreißen und eventuell die Mini-Mini-Chance nutzen. 2 Punkte haben die Schwaben Rückstand auf den Relegationsplatz, müssen bei eigenem Sieg in Wolfsburg auf eine Niederlage der Bremer gegen Frankfurt hoffen. Doch es rumort im Verein. Anstatt sich voll auf das Spiel gegen Wolfsburg, die letzte Chance, zu konzentrieren, wird beim VfB über die Zukunft von Robin Dutt und Bernd Wahler diskutiert. Man muss ganz einfach anfangen. Man muss die komplette Saison analysieren und schauen, wer welche Entscheidungen getroffen hat. Ich gehe davon aus, dass ich bei den Gesprächen dabei bin. Und dann wird analysiert und dann werden die richtigen Entscheidungen getroffen, hoffe ich. Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Klingt nach Tabula Rasa, nach einem kompletten Neuanfang. Und eine Überraschung wäre das Aus von Dutt, Wahler und Trainer Jürgen Kramny wahrlich nicht mehr. Selbst wenn der VfB sich noch rettet. Ein möglicher Dutt-Nachfolger ist Allgöwer selbst. Also die beratende Funktion, die habe ich ja seit Weihnachten inne, aber die ist im Endeffekt zu weit entfernt. Das ist eine externe Beratung, also diesen Weg wird es sicherlich mit mir nicht geben. Entweder es kommen Ergebnisse raus, wo man etwas Vernünftiges zustande bringt, aber eine Alibi-Funktion oder sowas werde ich sicherlich nicht übernehmen. Allgöwer ist allerdings nicht der einzige Name, den man aus dem Stuttgarter Umfeld hört. Auch die Namen Sebastian Kehl und Jens Todt werden genannt. Ob diese Gerüchte aber vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte förderlich sind, ist fraglich.